Hallo! So, ein bisschen gestretcht haben wir uns jetzt auch. Jetzt sind wir wieder fit. Schönen guten Morgen, liebe Freunde. Willkommen zurück zu Adobe Live. Woohoo! An dieser Stelle sollte eigentlich ein künstlicher Applaus erscheinen. Das tragen wir noch nach, lieber Tim. Oh ja, klasse! Genau, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ein neuer Stream an einem neuen Tag. Es ist schon der 19. Stream in Folge, den wir jetzt haben mit unserer Adobe Live Daily Show von der Couch, könnte man sagen. Und wie immer dabei ist auch mein Kollege, der liebe Rufus, da und hallo. Heute, hallo Rufus, genau. Und heute ganz special dabei, die liebe Tilda. Hallo Tilda. Hallo. Genau, die liebe Tilda hat sich nämlich netterweise bereit erklärt, heute eine super coole Q&A-Session mit uns zu machen. Und da hatte ich auch ein paar Tage vorher schon angefangen, euch zu sagen, stellt eure Fragen bei uns in den Discord-Channel, das habt ihr auch gemacht. Und genau, die haben wir uns angesehen und deswegen haben wir auch ein paar gesammelt und die werden wir uns heute mal ansehen. Aber zunächst erstmal liebe Grüße an den Chat. Ich gucke gerade mal rein. Wie immer gilt natürlich, wenn ihr auf YouTube zuschaut, ist es völlig in Ordnung. Allerdings findet der Chat auf behance.net/live/de. statt, und da habt ihr die Möglichkeit, mit uns zusammen und mit der tollen Community natürlich euren Senf dazu zu geben. Ne? Fragen, haben wir ja gesagt, machen wir heute vorab. Das heißt, die habt ihr schon vorher gestellt, aber natürlich habt ihr immer die Möglichkeit, Kommentare und Sachen, die euch auf dem Herzen liegen, einfach in den Chat reinzuschreiben. Da freuen wir uns natürlich. Und Rufus, Tim und ich werden euch natürlich auch da nochmal ein bisschen einheizen in der Chat-Funktion. Hallo Freunde, wie geht's ja. euch? Ne? Und der Fritz sagt schon, er freut sich schon auf die Weihnachts-Special vom Adobe Live von dem Couch. Ja. Oh yeah. Ja. Ja, genau, die laden jetzt nicht. Auch schon mal langsam ein. Genau. Ja, liebe Tilda, bevor es losgeht, vielleicht, oder beziehungsweise können wir das ja direkt schon sagen, vielleicht erzählst du mal, wer du bist, was du machst und wieso, weshalb, warum? Gerne. Ich fange mal mit dem Leichtesten an. Wer genau. Ich bin, also ich bin Tilda und ich arbeite bei Instagram. Da bin ich für Personen des öffentlichen Lebens und Medienunternehmens zuständig. Was bedeutet das? Kurz dazu muss man sagen, dass ich jetzt knapp, ich habe es letztens mal ausgerechnet, 15 Jahre jetzt im Medienbusiness unterwegs bin. Krass. Selbst als Newsredakteurin angefangen habe und so meine letzten Steps waren Chefredakteurin von Bravo Digital und Leitung eines Content-Marketing-Teams, wo wir eben Lösungen dafür gefunden haben, wie kann man auf Social Media unterwegs sein, wie kann man die Message platzieren, wie für Marken wie Cosmopolitan, Männersache und vieles mehr. Und so bin ich dann irgendwann bei Instagram gelandet und helfe eben Personen des öffentlichen Lebens und Medienunternehmen, genau das zu schaffen. So, kurzum. Ja, das ist auf jeden Fall schon einiges, was du da gemacht hast. Auch mal eben Chefredakteurin gewesen, hier ein bisschen digital und okay. Also das ist natürlich eine coole Sache, oder? Wenn man dann irgendwie sagt, hey, ich arbeite bei Instagram. Ne? Hört man ja auch nicht alle Tage. Was ist das für ein Gefühl für dich? Ist das so mittlerweile irgendwie schon so, ja, okay, juckt mich jetzt nicht? Oder trotzdem noch einfach so ein hey, cool. Also ich arbeite sehr, sehr gerne bei Instagram. Ich habe aber auch sehr, sehr gerne in den Jobs vorher gearbeitet. Ich glaube, alles, oder besser gesagt, ich habe den Job gewählt im Medienbusiness, weil man einfach mit sehr vielen Menschen zu tun hat, sehr kreativen Job hat, sehr abwechslungsreichen Job. Also ich brauche diese Abwechslung, dass ich nicht weiß, was an welchem Tag passiert heute zum Beispiel, dieser Livestream. Und deswegen, es ist definitiv cool, aber es ist am Ende natürlich auch einfach ein Job, bei dem man auch täglich Sachen zu tun hat, auch mal Stress hat. Es gibt wie in jedem Job eben nicht nur Lorbeeren, sondern eben auch To-Dos. Klar, klar. Und gerade jetzt, dann wäre dann nämlich auch schon tatsächlich, meine nächste Frage eigentlich so ein bisschen an dich. Wie sieht denn so dein Alltag dann aus? Du hast ja schon so ein bisschen angerissen, aber was ist denn so dein Daily Duty, deine Aufgaben? Um was geht's da? Also wie kann man sich das vorstellen? Mein Alltag ist abwechslungsreich, so richtig. Ne? Das passiert von 9 bis 10 und von 10 bis 11. Das ist natürlich schwer zu sagen. Ich habe sehr viele interne Meetings, einfach weil wir uns global sehr viel absprechen. Also was passiert auf der ganzen Welt? Wer nutzt wie die Plattform? Wir haben aber, oder besser gesagt, meine Daily To-Dos sind tatsächlich viel zu helfen. Wie kann man sich digital aufstellen? Also im Social-Media-Bereich bei Problemen zu helfen,
Ich halte sehr viele Workshops, sehr viele Q&A-Sessions, das heißt über neue Funktionen, Features. Mal klein verpackt. Genau, man sieht dich ja auch ganz oft auch auf anderen Kanälen, weil du eben gerade auch viele Workshops machst und andere Creator auch unterstützt, wenn es eben auch um genau solche Sachen geht, wie das, was wir jetzt zum Beispiel gerade machen. Ne? Also auch andere Creator einfach zu helfen, wenn eben Fragen aufkommen oder wenn es Dinge gibt, die man eben dann auch den Creatoren weitergeben will, bist du ja auch praktisch die Person, die sich darum kümmert, dass eben die Botschaft quasi an die Creator kommt. Ja? Und also das ist natürlich eine super spannende Sache, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das sehr anstrengend sein kann, weil es gibt ja nicht nur irgendwie eine Handvoll Creator, sondern schon einige, die da auf Instagram unterwegs sind. Wie ist das bei dir? Ja, sorry. Da wollte ich dir schon ins Wort fallen. Nein, alles gut. Wir haben ja eh Latenz hier. Das ist eh ein bisschen schwierig dann. Man fällt sich automatisch leider so ein bisschen ins Wort. Also von daher kein Problem. Es gibt viele Personen, es gibt aber auch viele Medienunternehmen. Das heißt, mit den Partnern irgendwann weiß man quasi, über welche Kanäle man sich wann erreicht. Und wir kriegen das ganz gut hin und man hält da gut Kontakt. Also Kommunikation ist hier das A und O. Transparent zu sein, auf dem Laufenden zu halten, wann man sich wieder meldet, wann vielleicht ein Problem behoben ist. Und ich finde, da gibt es auf beiden Seiten sehr viel Verständnis und deswegen, also nerven tut das auf gar keinen Fall. Schön zu hören. Ja, danke auf jeden Fall für diese Intro. Und wie gesagt, ihr könnt natürlich auch super gerne auch Sachen einfach in den Chat schreiben und wir hören natürlich auch gerne, was euch bewegt. Rudolf schreibt zum Beispiel auch ganz normal Guten Morgen und Jürgen hat eben geschrieben, ja, du arbeitest aber bei Adobe und das als Rhein-Hesse. Ja, der Rhein-Hessen, das ist schon ein bisschen schwieriger, ne, mit der Aussprache hier dann eben bei amerikanischen Unternehmen zu landen. Schwierig. Ja, und Baracke 6, muss ich übrigens nicht wundern, wir haben manchmal ein paar User, die sehr lustige Namen haben, wie zum Beispiel Baracke 6, sagt, Guten Morgen aus dem sonnigen Bonn, schön, dass du dabei bist. Genau. Und wir sind ja heute auch da, wie gesagt, weil wir auch eure Fragen gesammelt haben. Und Tilda hat mir netterweise eben dann auch die zugeschickt, die ich dann eben auch, beziehungsweise die wir jetzt einfach zusammen durchgehen können. Ihr habt die ja auch alle eben brav bei Discord oder auf unserem Instagram-Channel gestellt. Und darum sind wir auch heute da. Auf jeden Fall, wie gesagt, vielen Dank für diese tolle Intro. Es ist immer wieder spannend, weil ich finde das immer so, Instagram ist ganz oft auch so ein bedecktes Tuch. Ne? Man bekommt gar nicht so viel von Instagram selbst mit, es sei denn eben auf Instagram und auch mal eben außerhalb von Instagram die Möglichkeit zu haben, eben auch gerade mit dir jetzt zu sprechen, finde ich einfach super schön. Also an der Stelle nochmal vielen Dank, dass du hier bist. Und ich würde einfach mal reinstarten. Eine der Fragen, die nämlich kam, war in Bezug auf die aktuelle Situation. Wie ihr wisst, wir sind ja alle jetzt quasi ein bisschen an das Zuhause gebunden, mehr oder weniger. Und damit steigt aber auch die, ich sag mal, Interaktionsrate auf Online-Plattformen. Ganz einfach aus dem Grund, man ist halt zu Hause und anstatt eben dann Sachen zu machen, die man draußen machen würde, geht man halt eben ins Digitale. Das betrifft natürlich auch Instagram. Und es ist halt eben auch so, dass das Live gerade auch eben, beziehungsweise Instagram gerade sehr viel genutzt wird und dadurch auch eben auch genau diese Live-Funktion. Und vielleicht kannst du uns ein paar Tipps dazu geben, beziehungsweise auch die Leute mal so ein bisschen aufklären, wie geht das mit live? Das fände ich ganz cool. Wir sind ja auch live hier. Ja, wir sind auch live genau. In einem anderen Programm. Aber sehr, sehr gerne. Also es gibt bei live so ein paar Dinge, auf die man achten sollte. Ich kann ja mal mit der technischen Seite anfangen. Also live ist ganz einfach. Man kann es einfach innerhalb der App machen. Und gerade wenn man alleine live geht, ist das ein Ticken einfacher, weil man hier zum Beispiel die Option hat, das live direkt im Anschluss zu speichern. Das heißt, in dem Moment, wo man das live dann eben beendet, hat man die Möglichkeit, mit einem Pfeil, der da zu sehen ist, das live zu speichern. Das ist zum Beispiel anders, wenn man ein Live-With, also ein Split-Screen-Live macht. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt zum Beispiel etwas, was noch nicht gespeichert werden kann. Allerdings ist da so ein Tipp, einfach mal die Notifications auf dem Handy ausmachen, Screen Recording parallel anmachen, dann kann man auch den Split Screen als Videodatei quasi auf dem Handy speichern. Eine weitere Sache, die technisch sehr wichtig ist,
sind die Insights. Viele fragen immer, Mensch, wo finde ich denn die Insights zu dem Live, das ich gemacht habe? Die Insights gibt es tatsächlich ausschließlich direkt nach dem Beenden des Lives. Das heißt, im Anschluss in dem Screen ist eben die Zuschauerzahl, die gesamte Zuschauerzahl zu sehen. Wenn ich mir das jetzt nicht screenshotte, dann ist die Zahl weg, weil die Zuschauer sind ja auch weg, ne? Live ist vorbei. Dementsprechend gebe ich gerne immer mit an die Hand, speichern, screenshotten und dann ist man schon mal auf der sicheren Seite. Eine weitere Option ist es, dass wenn man das Live dann eben auf dem Gerät gespeichert hat, man es zum Beispiel IGTV hochladen kann, also das Video nochmal Leuten zur Verfügung stellen kann. Das macht ihr ja auch. Ihr speichert euer Live hier ja auch für die, die jetzt gerade nicht einschalten können. Oder man hat die Option, es nochmal in den Stories für 24 Stunden zu verlängern. Das heißt, man kann es in den Stories angucken. Das sind so die technischen Aspekte. Aber ich glaube, du willst wahrscheinlich eher auf die inhaltlichen Aspekte hinaus, oder? Naja, also die technischen Aspekte sind natürlich auch super wichtig, weil auch natürlich da es ganz interessant ist für die Leute zu verstehen, okay, was kann man beachten, was muss man beachten und wie du auch gesagt hast, ne, was geht und was geht nicht. Von daher finde ich das super. Aber natürlich die inhaltlichen Aspekte sind auch sehr interessant. Also kannst du die gerne auch mit raushauen, wenn du das möchtest. Freuen wir uns natürlich. Genau, wie sieht es denn da aus, inhaltlich? Ich glaube, das A und O ist tatsächlich, wie bereite ich einen Livestream vor? Und ähnlich wie ihr das heute gemacht habt, ist es, sind Ankündigungen sehr, sehr wichtig. Und wenn man auf Instagram live geht, dann bekommen die Follower eine Notification, dass eben der Account live ist. Aber natürlich sollte man vorher schon mal die Möglichkeit geben, dass die Community weiß, hey, dann und dann geht derjenige live. Wenn wir nicht Corona hätten, ist es natürlich so, dass die Leute vielleicht gerade in der Bahn sind, vielleicht gerade im Office sind, vielleicht doch nicht mit Ton hören können. Deshalb sage ich immer, geht weit im Voraus mit den Ankündigungen los und nutzt zum Beispiel auch den Countdown-Sticker. Den gibt es in den Stories. Das Gute nämlich beim Countdown-Sticker ist wiederum, dass wenn man sich den abspeichert, kriegt man noch eine weitere Notification, hey, das Live startet jetzt. Das heißt, man hat hier auf jeden Fall die Möglichkeiten, gut zu pushen und die Aufmerksamkeit auf das Live zu lenken. Weitere Sachen sind zum Beispiel auch tatsächlich mal den Feed zu nutzen für Ankündigungen. Es gibt viele, die einfach nur durch den Feed scrollen. Ich bin zum Beispiel jemand, der morgens ausschließlich durch Stories durchguckt. Also ich stelle, jetzt oute ich mich, ich stelle mein Handy immer an den Spiegel und dann lasse ich die Stories so einmal durchlaufen, während ich mich fertig mache. Aha, also gar nicht zugehört, wenn ich irgendwas erzähle. Na, Tilda, okay. Doch, mit Ton, mit Ton. Mit Ton, okay, aber mit Ton wenigstens. Genau, aber ich bin in diesem Moment nicht im Feed unterwegs. Das heißt, wenn ich dort den Countdown-Sticker habe, weiß ich, hey, heute Abend ist eine Live-Session. Bin ich aber jemand, der vielleicht morgens ausschließlich durch den Feed scrollt, sollte man der Community auch die Möglichkeit geben, zu sagen, hey, da ist ein Live, das dich vielleicht interessiert. Deswegen nutzt tatsächlich alle, ne, Möglichkeiten, die es auf Instagram gibt. Zu viel gibt es gar nicht. Die Leute freuen sich, wenn man darauf hingewiesen wird. Ja. Vielleicht noch ein Punkt zu dem Thema Ton, was von meiner Seite auch vielleicht ein kleiner Tipp an euch wäre. Es gibt einfach auch viele User, die ohne Ton sich die Stories anschauen. Ne? Das heißt, es ist immer hilfreich, wenn ihr das, was ihr sagt, nochmal zusammenfasst und als kleinen, wenn es auch nur ein kleiner Text drunter ist oder ein Stichwort, ne, dazu schreibt, dass die Leute trotzdem mitbekommen, über was ihr redet. Weil, ne, nicht jeder hat eben gerade mal Zeit, sich eben den Ton anzuschalten oder auch Lust und man scrollt dann einfach durch und trotzdem bekommt man das mit, weil man eben so ein paar Keywords dann unten hat. Und das kann natürlich auch sehr hilfreich für euch sein, wenn ihr sagt, hey, ich möchte regelmäßig Stories machen, jetzt abseits von Live, habt dann eben auch da die Möglichkeit, aber auch eben gerade beim Announcen das nochmal in Textform mit dazu zu machen, kann natürlich sehr hilfreich sein. Ne, wir leben ja in einer schnelllebigen Welt und nicht jeder hat eben mal Zeit, sich dann eben das Video komplett anzusehen oder durchzuhören. Von daher. Genau. Ja, aber cool. Also live. Ja, sorry. Ja, definitiv. Also wir sehen, dass nicht 100% mit Ton hören, definitiv nicht. Und da Stichpunkte niederzuschreiben für diejenigen, die eben ohne Ton hören, weil sie es vielleicht nicht können, also jetzt wahrscheinlich mehr denn je zu Hause, aber sonst in der U-Bahn und Co. Oder vielleicht einfach die Musik parallel laufen lassen wollen, die sie gerade haben auf dem Gerät. Ja, genau. Und genau, live ist ja auch, wie du gerade gesagt hast, live finde ich auch besonders interessant. Wir hatten nämlich als Beispiel, vorletzte Woche Sonntag, hatten wir ein Special gehabt mit Viva Con Aqua zusammen. Und die haben über Instagram quasi ein
Es war geplant als ein 24-Stunden-Livestream über Instagram, in dem man praktisch wie so eine Art Staffelstab das Ganze übergibt. Das heißt, einer hat angefangen, hat einen Livestream gemacht auf seinem Kanal, ob es jetzt Milky Chance war oder die Rocket Beans oder ganz viele verschiedene Artists und Künstler haben da eben praktisch das unterstützt. Falls ihr Viva Con Agua nicht kennt, das ist eine Organisation, die sich darum bemüht, eben Wasser als Human Right zu etablieren und die Leute praktisch zu unterstützen und zu sagen, hey, Wasser sollte für jeden verfügbar sein. Finde ich eine super tolle Sache und da engagieren wir uns eben auch mit. Und hatten eben da auch die Möglichkeit, daran teilzunehmen. Und das war ganz cool, weil wir das praktisch dann so gemacht haben, dass einer angefangen hat auf dem Stream. Und später hat sich dann quasi der danach kommen sollte, das waren immer so halbe Stunden-Slots, der danach kommen sollte, hat sich dann quasi eingewählt, genau wie Tilda eben erwähnt hat, in diesem Split-Screen-Verfahren. Das heißt, derjenige, der den Livestream macht, hat die Person angenommen und reingeladen. Dann hat man eben kurz gesagt, hey, weiter geht's auf dem Kanal von der Person, die jetzt gerade reingekommen ist. Und dann switcht man quasi zu dem anderen Kanal. Da geht es dann weiter, bevor es dann wieder genauso passiert, dass sich einer wieder einwählt, der danach dran ist und das dann so eben im Staffelstab übergeben wird. Coole Sache gewesen und ist natürlich auch super spannend für diejenigen, die halt einfach zwischendrin eben ein bisschen was mitbekommen wollen für unterwegs, sodass man eben nicht auf den Fernseher zurückgreifen muss, sondern eben auch sagen kann, hey, bin gerade mit meinem Handy, keine Ahnung, hier unterwegs, im Sinne von zu Hause unterwegs natürlich, hoffe ich. Also nicht unbedingt rausgehen, aber genau, man muss sich nicht vor die Glotze setzen, sagen wir es so. Ja, und das sind natürlich, ja, und das sind natürlich coole Sachen, coole Möglichkeiten. Und was ich auch ganz spannend finde, ist natürlich genau wie du auch gesagt hast, die Notification, die dann kommt, wenn du live gehst, dass dann deine User quasi dann eben die Notification bekommen als kleines Banner-Element oben, das dann heißt, hey, Marien oder Christine oder Konrad oder Gabi sind jetzt live und dann kannst du mit einem Klick zuschauen. Und es gibt noch so viel mehr Möglichkeiten. Also wir sehen gerade so viele kreative Ideen wie diese, die du jetzt gerade geschildert hast. Denn es gibt ja auch seit einiger Zeit die Möglichkeit, zum Beispiel ein Q&A live zu machen. Den Fragensticker kennen, glaube ich, mittlerweile alle in Stories. Wenn man den Fragensticker weniger als 24 Stunden vorher quasi in den Stories postet, sieht man diese Fragen auch während einer Live-Session. Das heißt, man gibt sich so ein bisschen Sicherheit, über was möchte ich in meinem Live sprechen, also hat einen roten Faden dafür und kann eben zu einem bestimmten Thema Fragen einbringen oder zum Beispiel auch Fotos und Videos kann man mittlerweile in Live teilen und da kann man natürlich auch nochmal Dinge quasi behind the scenes zeigen oder eine Step-by-Step-Anleitung zum Beispiel für etwas zeigen. Man kann live darüber berichten und den Videocontent oder die Bilder in dem Moment zeigen. Und das Schöne ist, speichern und man hat direkt auch einen Videocontent. Ne? Also so schwer ist das. Das mit der Q&A ist mir auch schon öfter aufgefallen. Das machen in letzter Zeit ganz viele Creator, weil es auch eine schöne Möglichkeit ist. Ich habe, glaube ich, letztens, wen habe ich gesehen? Heidi Klum und Chiara Ferragni. Heißt sie so? Ferragni? Chiara Ferragni? Ferragni. Ferragni. Ja, der Rufus, der lebt ja in Florenz, ne? Der kommt dann hier wieder. Ah, Ferragni. Genau, habe ich auch mitbekommen. Und es ist natürlich ganz, ganz spannend, da einfach zuzusehen, weil es einfach durch diese kleinen Features immer einfacher wird, solche Themen aufzugreifen, die dann eben nicht nur per Audio funktionieren und per Video quasi, sondern eben auch unterstützt durch die Elemente noch viel besser aufgreifbar sind. Und planbar. Und planbar, genau. Und das macht es natürlich dann auch interaktiver für die Community, die dann eben zuschaut. Ich meine, ein Element ist ja zum Beispiel auch wie hier, dass man eben auch in dem Chat praktisch mitschreiben kann, mit kommentieren kann. Das sehen dann eben auch die User, die gerade streamen. Aber eben auch diese Elemente, die du erwähnt hast, mit einzufügen, ist natürlich eine schöne Sache. Genau. Und ich gucke jetzt nochmal gerade in den Chat. Genau. Also wir können natürlich, jetzt kam nämlich auch die Frage, ob wir das auch so ab und zu ein bisschen zeigen können. Ich kann das natürlich gerne auch mal zeigen, das eine Element zumindest mit den Fragen und mit dem Button. Live wird, glaube ich, ein bisschen schwer, aber ich kann das anhand von der Story, die ich jetzt gerade mal mache, einfach machen. Das mit den Fragen integrieren und mit dem Countdown ist vielleicht nur so eine ganz coole Sache. Tim, vielleicht magst du mal kurz umschalten auf mein Handy. Genau, so, da sind wir nämlich auf meinem Instagram. Jetzt hoffe ich, dass mir keiner jetzt irgendwie irgendwelche komischen Nachrichten schickt, Freunde. Keine Nachrichten schicken, nein, aber genau. Und zwar, ich nehme jetzt einfach mal eine Story auf. Hier seht ihr nämlich eine, die ich gemacht habe.
Da seht ihr zum Beispiel, okay, ich halte mal vielleicht irgendwo an, wo es ein bisschen cool aussieht. Unten rechts seht ihr nämlich, genau, toll, ne? Super, klasse. Ihr seht mich in meinem natürlichen Lebensraum. Unten rechts seht ihr, ich habe hier auch einen Countdown eingefügt. Das zeige ich euch jetzt mal, wie man das macht. Und zwar mache ich das jetzt einfach mal hier. So, ich gehe jetzt einfach mal auf freihändig. Genau, übrigens habt ihr hier unten, falls ihr es noch nicht gesehen habt, genau immer die Möglichkeit einzustellen, wie ihr den Aufnahmemodus gestalten wollt. Und dann habt ihr natürlich hier bei den Filteroptionen die Möglichkeit zu filtern. Ich bleibe jetzt mal ganz raw. Und ich mache jetzt einfach eine kurze Story. Ja? Hallo Freunde, das ist hier ein Test. Willkommen bei Adobe Live. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie das mit den Fragen funktioniert. So, hat er das jetzt gemacht? Nein? Der schöne Vorführeffekt. Ja. Ich mache es nochmal. Hat sich mein Handy kurz aufgehört. Ich versuche es nochmal. Eine Sekunde. Benutzt du ja, die Technik. Freihändig benutze ich tatsächlich oft, ja, weil ich einfach viel zu faul bin, da das zu gedrückt zu halten. Ne? Also ich finde, ich habe mehr Stabilität, wenn ich auch freihändig bin. Deswegen gehe ich da gerne drauf. So, und jetzt machen wir mal nochmal den Test. So, hier oben links. Ich mache es einfach mal so. Test, Test, hallo, hallo, hallo. Ich glaube, es funktioniert nicht, weil ich nämlich tatsächlich gerade meinen Bildschirm share mit euch und deswegen da das Handy sagt, nee, weiß ich nicht, wie ich es machen soll. Okay, ist auch nicht so schlimm. Kann wohl sein. Mhm. Genau, kann wohl sein, haha. aber gut, ich zeige es euch einfach so, genau, wie gesagt, unten rechts habt ihr jetzt eben die Möglichkeit, das macht ihr, indem ihr eben oben bei den Stories, ich nehme jetzt einfach mal ein Bild raus, ne? Zum Beispiel das von Tilda, toll, ne? Genau, und dann habt ihr jetzt hier, ich poste das jetzt natürlich nicht, nur zum Zeigen, und dann habt ihr jetzt hier oben, wie ihr seht, diese Leiste mit den verschiedenen Elementen, und zwar zum Beispiel links, das eine wäre, das erste Element ist quasi, dass ich die Story speichern kann, das heißt, wenn ich eine aufgenommen habe und sage, ich möchte sie aber nochmal bearbeiten oder für später speichern, habe ich die Möglichkeit zu speichern. Dann habt ihr nämlich in der zweiten Funktion, das ist dieses Emoji mit dem Glitzer, könnt ihr nämlich hier noch schöne Filter, ich hoffe, das ist okay, dass ich jetzt hier so ein bisschen mit Filtern vollballere, genau, habt ihr nämlich die Möglichkeit bei den Fotos und auch bei manchen Videos, je nachdem, wie kompliziert die sind, eben diese Filter einzufügen im Nachgang, sonst eben vorne rein. Und genau, dann hättet ihr hier die Möglichkeit in der Mitte, das ist eine Funktion, die nicht jeder hat, das bekommt man eben ab einer gewissen Größe, die Link-Funktion, ne, dass du halt praktisch Links einbauen kannst in deine Stories, um die Leuten zu sagen, hey, folgt dem Link. Und dann kommt eben genau das, was die Tilda gemeint hat, nämlich hier unter der, ich mach's nochmal, unter diesem Sticker-Button, habt ihr nämlich da die Möglichkeit, verschiedene Elemente und Aktionselemente mit einzufügen. Und da können wir vielleicht nochmal kurz über das eine reden, und zwar eben genau diese coolen Buttons, die jetzt immer wieder neu dazukommen. Die bleiben nämlich nicht immer gleich. Es kommen immer wieder neue Kampagnen und Projekte mit rein, um eben aktuelle Situationen aufzugreifen. Ja. Vielleicht, wenn du magst, könnten wir vielleicht über diese die erste Zeile mal kurz sprechen. Die ist ja vielleicht auch gerade aktuell, wenn du magst, muss nicht. Ne? Ja, ja. ja, also wir bleiben zu Hause, ist, glaube ich, selbsterklärend. Das soll einfach die Leute so ein bisschen, ne, zusammenschließen. Wir sind alle im selben Boot. Wir alle erleben gerade das Gleiche. Wir sind alle zu Hause. Und man kann eben, wenn man den Sticker nutzt, teilen, was man gerade zu Hause macht. Ob man vielleicht Workouts macht, ob man fein ist, was auch wirklich fein ist. Also ich bin da auch ein ganz, ganz großer Fan davon, dass man sehr oft sehr gemütliche Klamotten tragen kann. Und genau, und da sehen wir sehr, sehr viele Community-Mitglieder, die tolle Sachen und kreative Sachen teilen, wie sie ihre Zeit zu Hause meistern. Der Dankesticker ist letzte Woche gelauncht worden. Und zwar ist der ein bisschen inspiriert davon, dass in Deutschland, aber auch auf der ganzen Welt zu einer bestimmten Uhrzeit abends viele Menschen sich auf dem Balkon oder an den Fenstern versammeln, um Danke zu klatschen. Und dieser Sticker ist den ganzen Tag verfügbar. Allerdings gibt es eine Danke-Story, in der alle, die den Sticker nutzen, gefeatured werden, also gezeigt werden zu einer bestimmten Uhrzeit. In Deutschland ist das
ungefähr um 7 Uhr abends, also 19 Uhr. Und das ist davon so ein bisschen inspiriert. Und ganz schön an den Spendensticker. Der Spendensticker soll ermöglichen, wenn man für Organisationen sich einsetzt und eben für Organisationen Spenden sammeln möchte und seine Community darauf aufmerksam machen möchte, kann man diesen Spendensticker nutzen und alles, was da gesammelt wird, geht zu 100% an die Organisation. Ja, und das ist natürlich eine super schöne Sache, dass man eben auch genau diese Elemente mit integrieren kann und die Möglichkeit hat, da auch nochmal sein Danke zu sagen. Sagen wir es so, ne? Sein Danke zu sagen und auch eben auch seine eigene Community zu animieren, mitzumachen und die Möglichkeit zu geben, da nochmal einen Appell reinzubringen, um zu sagen, hey Leute, wir bleiben zu Hause oder hey, danke an allejenigen, die jetzt eben da draußen, die, wie sagt man so schön, systemrelevanten Jobs machen und dafür sorgen, dass eben das Ganze weiterläuft oder eben auch den Spendenbutton, den finde ich persönlich ganz schön, den muss ich mir nochmal ansehen, das finde ich nämlich ganz spannend, dass man hier praktisch dann eben das auch noch mit reinbringen kann. Und wie gesagt, hier findet ihr eben auch ganz viele Elemente, die es auch einfach öfter so gibt. Ne? Also ab und zu, wie gesagt, das wird immer wieder geupdatet. Das heißt, manchmal findet ihr vielleicht auch ein neues Element. Genau, Countdown ist jetzt hier, genau mittig rechts, seht ihr das? Und da habt ihr nämlich die Möglichkeit, wenn ihr dann eben auf Countdown geht, dann zu sagen, okay, das nächste, jetzt habe ich jetzt hier das von letztem Mal noch drin, ne? Das nächste Adobe Live startet dann und dann. Und dann könnte ich jetzt hier reingehen und sagen, okay, ich habe jetzt keine Zeit eingestellt, aber du könntest quasi sagen, wann soll das Ganze funktionieren? Man kann das einstellen in genauen Uhrzeiten oder auch eben sagen, an einem bestimmten Tag soll das Ganze quasi enden, sodass eben der Button sich kurz sozusagen dementsprechend einstellt. Ja. Man hat natürlich, achso, ich muss noch ein Enddatum hinzufügen. Na. Das Schöne ist auch, das kann man tatsächlich eine Stunde vorher machen, man kann es aber auch tatsächlich 3 Monate vorher machen. Das ist 3 Monate. Ja, man gibt da eben nur einen Zeitraum ein. Deswegen kann man den auch mal öfters machen. Also wir haben jetzt auch letztens, gab es zum Beispiel die Glow Digital, also auf Instagram. Und da wurde auch jeder Programmpunkt mit einem Countdown-Sticker versehen. Und so konnte die Community entscheiden, das interessiert mich, dieser Programmpunkt und der zweite auch, aber der dritte vielleicht nicht. Super. Das ist ja mega cool. Was ich ja besonders spannend finde, ist immer diese Umfragenoption, ne? Dass du dann hier quasi deine Leute fragen kannst, ist Tilda cool? Und dann hast du hier die Möglichkeit, 2 Antworten reinzumachen. Du machst natürlich ja und ja. Nein, gibt's da gar nicht. Nein, aber das ist natürlich eine super coole Möglichkeit der Interaktion, weil man den Leuten eine Frage stellt, für das sie eben nur 2 Optionen haben. Ne? Und dann kannst du eben sagen, bist du dafür oder dagegen oder dafür und doppelt dafür. Und ein ganz einfaches Tool, um eben Interaktion zu fördern auf Story-Basis. Definitiv. Ja? Und auch über die Community was herausfinden. Genau. Ich glaube, wir müssen jetzt, glaube ich, noch gar nicht ins Detail gehen. Es gibt halt eben ganz viele verschiedene Optionen. Ihr seht auch hier, man kann auch ganz klassisch Emojis einfügen. Genau, und was ich natürlich super cool finde, ist, mein Favorite ist unter anderem hier die GIF-Funktion. Ich liebe die GIF-Funktion. Ja, weil man kann halt eben damit einfach ganz verrückte Sachen noch mit einfügen. Ne? Ich gucke mal, ob wir haben da nämlich tatsächlich auch welche irgendwo versteckt. Ich glaube, von Photoshop gibt es da ein paar coole zum Beispiel. Und die kann man dann einfach ins Bild einfügen. Hier zum Beispiel dieser coole Dude. Der auch so, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Das ist auf jeden Fall nicht von uns, aber ich finde es eigentlich ganz lustig. Und jetzt könnte ich den theoretisch hier platzieren, mache ich jetzt natürlich nicht, aber da habt ihr natürlich die Möglichkeit, auch bestimmte Aktionen und Tasks mit auf euren Story zu machen. So, aber genug davon. Ich würde jetzt einfach mal sagen, wir haben noch ein paar Fragen und dann gehen wir doch einfach mal weiter im Kontext. Und genau, ich würde jetzt erstmal mein Handy wieder zur Seite legen, Tim. Das heißt, du kannst erstmal wieder umschalten, weil ich glaube, später kommen wir nochmal aufs Handy zurück. Der Tim hat das ganz gut gemacht. Er hat das Handy auf die Seite getan. Gesehen. Das sieht wie ein Handy aus. Ja, das sieht ja super aus, Tim. Gut gemacht. Sehr nice. Ja. Sehr nice, Tim. Genau. So, jetzt ist es so,
ich gucke mal in die Fragen rein. Genau, und so, die Frage kam ganz häufig. Das fand ich auch ganz interessant, weil es auch so eine Frage ist, die sehr viele Leute beschäftigt. Ne? Da kursieren auch haufenweise Gerüchte und Mythen immer auf allen Plattformen. Ne? Und dann gibt es immer die Leute, die meinen, sie wissen es. Und es gibt die Leute, die tun auf Insider, ne? Machen das irgendwie so unter vorgehaltener Hand. Psst, ich weiß was du nicht weißt. Es geht um das Thema Shadowban. Und vielleicht magst du erklären, Tilda, was dieser Begriff vielleicht überhaupt bedeutet für diejenigen, die das noch gar nicht kennen, die das noch überhaupt nie gehört haben? Und dann können wir uns ja mal ansehen, ob da irgendwas dran ist oder nicht. Gerne. Also vorweg einmal, es gibt kein Shadowban auf Instagram. Punkt. Und dieser Begriff wurde auch nicht von uns geprägt. Und was die Menschen oder die Community vielleicht damit meint, ist, so glaube ich, dass Dinge eben nicht angezeigt werden oder irgendwo nirgendwo verschwinden. Und dazu kann ich auch sagen, Instagram verbirgt nichts. Also jeder Beitrag von allen Profilen, denen ein Nutzer folgt, wird im Feed angezeigt. Je nachdem, wie vielen Accounts man nun jetzt folgt und wie häufig die App wiederum genutzt wird, kann das natürlich bedeuten, dass man schon eine Weile scrollen muss, um eben jeden Content zu sehen. Die Frage ist dann auch, wie oft posten diese Accounts? Also es gibt durchaus Accounts, die sehr häufig posten, mehrmals am Tag. Und wenn der Durchschnitt, sagen wir mal, 700 Accounts folgt und jeder der Accounts alleine nur zweimal postet, dann sind das schon 1400 Content-Arten. Und wir haben den Satz eingeführt, du bist auf dem neuesten Stand. Und man kann sich selber mal fragen, wie oft man den Satz sieht. Dann weiß man, ob man komplett runtergescrollt hat. Und und das Einzige, was eben dynamisch und personalisiert ist, sind die Hashtag-Seiten. Dadurch kann manchmal der Eindruck entstehen, dass ein bestimmtes Foto oder Video einem bestimmten Nutzer nicht angezeigt wird. Aber den Shadowban, den gibt es nicht. So lange habe ich noch nie runtergescrollt, bis mir das angezeigt ist. Das wäre auch, lustig. Ne? Ich glaube, irgendwann sagt ja auch der Cache einfach dann Tschüss vom Handy und sagt, nee, jetzt habe ich so viele Sachen gestored, ich zeige dir gar nichts an. Ja, aber ein interessantes Thema, weil dieses Thema kursiert schon so lange im Internet rum, seit Jahren. Ne? Und immer wieder kommen eben neue Gerüchte auf, sodass man eben gar nicht so recht weiß, hey, ist da was dran, ist da nichts dran? Ja. Weil es, ne, teilweise sind es eben auch auf Webseiten eben diese Stories zu sehen, die man dann für vermeintlich zumindest halbwegs seriös hält. Und dann denkt man sich, okay, ja, von daher ist es einfach mal schön zu hören, okay, da ist nichts dran. Also macht euch keinen Kopf, liebe Leute. Wenn eben ihr merkt, okay, da ist was nicht ausgespielt, dann hat das andere Gründe. Ne, dann vielleicht schaut ihr beim nächsten Mal, ob eure Hashtags vielleicht dazu passen und aktuell sind zu dem Thema, das ihr postet. Hier zum Beispiel, wenn ihr ein Landscape-Bild macht von einer schönen Landschaft, dann vielleicht nicht irgendwie Outfit of the Day Man hinschreiben. Das ist vielleicht nicht ganz das, was dazu passt. Ne? Genau. Shadowban ist also ein Mythos. Ich hätte jetzt gerne hier so diesen Stempel von Mythbusters, den wir so drauf haben können. Boom, Mythos. Ja, sehr cool. Genau. Und auch eine allseits beliebte Frage. Ne? Kriegst du bestimmt auch zuhauf gestellt. Das finde ich immer ganz lustig. Wie kann ich auf Instagram wachsen? Ich habe da auch schon von einigen Fragen bei uns im Discord was gesehen, aber auch eben auch generell ist natürlich immer die Frage, hey, ich bin neu oder ich bin schon längere Zeit auf Instagram und habe eine gewisse Reichweite, aber ich würde sie gerne vergrößern. Und dann gibt es natürlich immer ganz viele Leute, die dann eben darauf sagen, ich finde es aber schwer, weil ich noch nicht so ganz weiß, was kann ich tun, damit ich wachse. Und vielleicht kannst du uns diese tolle Frage beantworten. Was gibt es denn für Möglichkeiten, um auf Instagram aktuell zu wachsen? Also ich glaube, um es mal ganz einfach zu formulieren, ist es tatsächlich erstmal kontinuierlich, also regelmäßig Content zu produzieren, zu posten. Um Video zum Beispiel kommt man nicht drum herum. Also Video ist ganz klar der Motor für Wachstum. Denn wir gucken ja alle gerne Videos. Genauso wie wir jetzt gerade ein Video machen, ist es einfach nochmal entertainiger, nahbarer, authentischer als vielleicht ein Foto.
Und guckt man sich zum Beispiel die Flächen im Explore-Bereich an, das ist ja der Bereich, wenn man auf die Lupe klickt, wo man unter anderem eben Leuten ausgespielt wird, die einem noch nicht folgen, sind die Videoflächen größer, also ist da schon mal die Chance, viel mal größer gesehen zu werden, wenn man eben Videocontent hat. Fotos werden dort auch ausgespielt, aber wir sehen einfach, die Leute gucken gerne Videos, dann bekommen sie natürlich auch Videos zu sehen und ich bin mittlerweile auch jemand, der fast nur noch Videos konsumiert. Videos, ja, das ist ja auch so ein ganz großes Thema und viele Plattformen richten sich auch dementsprechend aus. Wenn ich überlege, vor 5 Jahren gab es kaum Plattformen, die irgendwie regelmäßig Videos angeguckt haben. Bestes Beispiel, finde ich immer ganz schön, ist Facebook für mich. Ich bin zwar relativ selten auf Facebook, aber wenn man sich Facebook vor 5 Jahren angeguckt hat in dem Feed, der dann hauptsächlich daraus bestand, dass viele Leute Bilder gepostet haben oder eben Status-Updates, ist das jetzt im Vergleich zu heute, wo jetzt eben der Großteil Videos sind, eine ganz andere Kiste. Also je nachdem natürlich, wen ihr dann eben bei euch als Freunde habt, kann das natürlich mehr oder weniger variieren. Aber bei vielen Leuten hat sich der Anteil an Videos im Feed einfach stark erhöht, dadurch, dass mehr Videocontent kreiert und gepostet wird. Und das finde ich auch eine wahnsinnig spannende Geschichte, weil Video natürlich nochmal eine ganz andere Herangehensweise erfordert als eben Fotos machen. Das sehen wir ja auch bei uns, deswegen haben wir auch eigene Tools, einmal zum Fotografieren und einmal, also für Fotografen und einmal für Video-Editors, weil es eben zwei komplett unterschiedliche Editing-Stränge sind, an die man herangehen muss. Hättest du noch einen Tipp? Oder ja, also würdest du sagen? Genau, also ich würde auch gar nicht so verkopft, glaube ich, daran gehen. Also es gibt verschiedene Tools und die helfen einem. Aber ich glaube, die Hemmschwelle, dass ein Video so unfassbar kompliziert ist und ob man das vielleicht gar nicht hinkriegt, ich glaube, davon muss man sich so ein bisschen lösen. Denn ein Boomerang oder eben eine Slow-Mo-Szene ist auch schon ein Video. Die Frage, die man sich immer stellen sollte, ist, wann ergibt es Sinn, darüber vielleicht zu sprechen, vielleicht mit Bildern zu untermalen, weil es das vielleicht anschaulicher macht. Also zum Beispiel, wenn man eine Step-by-Step-Anleitung macht oder über andere Dinge spricht, dann macht es durchaus Sinn, wirklich es bewegt darzustellen. Verstehe. Cool, genau. Und ansonsten gibt es ja auch hin und wieder online praktische Tipps zum Thema, wie kann ich wachsen, im Zusammenhang zum Thema zum Beispiel, wie kann ich meine Posts verbessern von der Qualität. Da haben wir zum Beispiel auch den ein oder anderen Quick-Tipp für euch, wie ihr zum Beispiel sagen könnt, ne, als die Person, die regelmäßig bei Adobe Live zuschauen, kann man natürlich auch sich bei einigen Creatoren, die wir eingeladen haben, schon was abschauen und dann zum Beispiel die Qualität von seinem eigenen Content verbessern, sodass er attraktiver ist für die eigene Community. Das ist ja zum Beispiel auch so ein Schritt, den viele unterschätzen. Ne? Und also früher war das halt auch noch ein bisschen anders. Ne? Dann hat man eben gedacht, okay, je mehr ich poste, desto besser. Aber auch die Qualität ist sehr, sehr entscheidend. Die macht nämlich aus, ob Leute halt eben eure Sachen mögen oder nicht. Ja, ich kann jetzt ein Bild von meiner Backe machen. Wer will das sehen? Wollt ihr das sehen? Ich nicht. Ich schicke dir das gerne rüber, Rufus. Ja, authentisch Mehrwert schaffen und ich glaube, das spielt so alles rein. Eben, man sollte sich, glaube ich, auch immer selber fragen, wenn Leute auf meinem Account landen, was bekommen sie für einen Eindruck? Also warum sollten sie mir folgen? Dass sie eben direkt begreifen, was gibt es hier, was liefere ich und was den Account auch macht. Also wenn jetzt jemand Do-it-yourself-Tipps gibt, dann sollte das vielleicht auch direkt in der Bio stehen, also in der Biografie, dass es hier Anleitungen gibt, zum Beispiel zum Stricken oder ne, zum Nähen und da auf jeden Fall der Community schon mal mitgeben, warum ist es interessant, mir zu folgen. Genau. Wir hatten gestern das Thema auch angeschnitten, lustigerweise bei Walter. Es geht vor allen Dingen darum, die Leute kommen auf euren Kanal und euer Kanal ist quasi wie euer Portfolio. Ne? Das heißt, die User, die neu auf eurem Kanal sind, wollen natürlich wissen, wer seid ihr, für was steht ihr und das ist natürlich wieder diese Richtung Personal Branding. Ne? Zu welcher Kategorie kann ich euch zuordnen? Seid ihr jetzt irgendwie Lifestyler? Seid ihr Leute, die Tipps und Tricks verbreiten? Seid ihr Leute, die kochen, wie zum Beispiel die Kochhelden, die wir jetzt dabei hatten? Oder seid ihr YouTuber und habt eben da als
als YouTuber eben auch natürlich einen Instagram-Kanal, um auch auf Instagram mit eurer Community zu interagieren. Seid ihr Health, Lifestyle, Yoga-Teacher, was auch immer ihr seid, aber man muss es erkennen. Ne? Und man muss es erkennen, damit man euch einordnen kann und damit der User für sich entscheiden kann, hey, das ist ein relevanter Content für mich, finde ich interessant oder nicht. Und dieses Stichwort, ne, die Ich-Marke, ist natürlich nicht nur auf Instagram bestimmt, sondern überall, wenn man sagt, man geht in diese Richtung, dass man eben einen Wiedererkennungswert hat. Und natürlich, und das ist ja auch etwas, was sehr viele machen, euer Feed sagt ja auch schon viel über euch aus. Ne? Also ohne, dass die Leute auf euer Bild klicken, sondern eben einfach nur auch schon die ersten Bilder sehen, erkennen sie ja auch, in welche Richtung geht's, was macht ihr. Und da ist nicht nur der Inhalt natürlich relevant, sondern natürlich das Auge des Betrachters spielt so ein bisschen mit. Ne? Ist der appealing? Ist der schön anzusehen für die Leute, die sich das angucken? Und das ist natürlich kein Muss, ne? Will ich nochmal dazu sagen. Aber es hilft natürlich, wenn man Content so aufbereitet, dass er zum Beispiel schön fürs Auge ist, ne, dass er den Leuten gefällt. Ne. Attraktivität spielt hier auch ganz viel mit, weil man dadurch auch einfach Leute unterhalten kann, sage ich mal so. Ne. Aber wie gesagt, das sind alles Sachen, die können helfen. Das hängt natürlich auch davon ab, wen habt ihr als Community, wen wollt ihr erreichen und ist das ein oder andere Thema für die Leute relevant. Wir sehen auch, dass ein sehr, sehr kleiner Prozentteil über den Feed quasi entscheidet, ob er dem Account folgt, rein der Optik wegen. Also es gibt ja einige, die sagen, dass ich jetzt immer einen sehr großen Weißanteil zum Beispiel im Foto habe oder bei mir gibt es immer einen Roséanteil. Also jedes Bild hat quasi eine Bildsprache, dass das am Ende gar nicht dazu führt. Klar, ne, man kann sagen, dass es schön anzusehen ist und man hat vielleicht einen Wiedererkennungswert an einem eigenen Feed, aber das ist wohl nicht der entscheidende Punkt, um zu sagen, ich folge, sondern wirklich tatsächlich dann der Mehrwert, was ist dahinter, was bekomme ich hier. Ja, sehr cool. Und weil wir es eben auch vom Thema Video hatten, du hast es ja eben schon ein bisschen angerissen, Video oder beziehungsweise wir haben es angerissen, Video ist ja so ein Thema, was im Moment allgegenwärtig ist und auch überall immer mehr Relevanz findet. Ein paar Sachen hast du schon erzählt. Hast du vielleicht noch ein paar Tipps zum Thema Video für uns, wo man sagen kann, hey, das ist auf Instagram auf jeden Fall etwas, was euch helfen kann, weiterzumachen? Ja, also was ich immer gerne sage, ist tatsächlich go vertical. Keine Frage, es gibt bei Instagram die Möglichkeit, auch horizontale Videos zum Beispiel bei IGTV hochzuladen oder eben im Feed. Man sollte sich aber immer überlegen, wann macht horizontal wirklich Sinn? Zum Beispiel, wenn es ein Spiel gibt, fünf Personen vor der Linse sind, eine Tanzgruppe, ganz klar, da müssen wir nicht drüber sprechen, das ist dann sehr schwierig in vertikal. Aber man darf nicht vergessen, 90% der Nutzer halten oder der Smartphone-Nutzer halten ihr Handy vertikal. Mhm. Und es gibt noch eine Zahl, 72% der Millennials drehen ihr Handy gar nicht mehr. Also kann man sich da die Frage stellen, Sinn. Und, so eine Sperre hier, geht gar nicht mehr. Vertikal, also ich muss tatsächlich auch sagen, ich drehe mein Handy kaum und vertikal ist nahbar, authentisch. Es gibt zum Beispiel, Lena Meyer-Landrut hat mal ein vertikales Musikvideo gelauncht und da das Gefühl ist einfach, ich bin direkt dabei, ich bin Teil des Videos, ich bin mittendrin, weil es eben sehr nah ist. Ein intimer Moment und ich würde immer sagen, geht auch vertikal, auch mit Bildern, weil ich gerade noch dein Handy hier in meiner Vorschau sehe, das Bild, was man da gerade sieht, ist auch vertikal, also auch in Bildern würde ich sagen, geht bitte in vertikal, denn dann nutzt man den kompletten Bildschirm aus, man sieht vielleicht nicht schon den nächsten Post von jemandem anderem, sondern man hat die komplette Aufmerksamkeit auf seinem Content und nutzt den Bildschirm aus und ich selbst habe auch mittlerweile ein sehr großes Telefon, das heißt, da ist es noch größer, vertikal. Und da einfach immer mal drüber nachdenken bei Videos, macht es Sinn, dass ich das jetzt horizontal mache? Mache ich es nur, weil ich es gewohnt bin? Oder ist vielleicht vertikal hier besser, um nochmal eine andere Experience zu schaffen? Ja, und ich korrigiere mich bitte, wenn ich falsch bin, aber Instagram war auf jeden Fall eine der ersten, wenn nicht sogar die erste App, die eben dieses Thema vertikal nicht nur bei Video, sondern auch bei Foto eingeführt hat. Kann das sein? Also ich meine, davor
Oder vielleicht, genau, sag du vielleicht noch mal kurz was dazu. Das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte mich da jetzt nicht so 100% in irgendwelche... Nein, brauchst du nicht. Nein. Aber also eine der ersten... Genau. Weil, also ich kann mich noch ganz gut an die Zeit erinnern. Ne? Das ist, war jetzt auch nur eine Frage am Rande, weil wenn ich jetzt zum Beispiel daran denke, also ich denke mal, Rufus kommt ja auch aus einer anderen Generation zum Beispiel, in der eben Video... Ja, also in der Video, ich meine, ich bin jetzt zum Beispiel die Generation genau zwischendrin. Ich bin halt noch aufgewachsen mit Videokassetten und Co. Und als ich älter wurde, kamen halt CDs dazu. Und jetzt mittlerweile ist alles digital. Ne? Also ich bin genau zwischendrin gewesen. Du bist ja 2 Jahre älter, Rufus. Ne? Von daher. Also Can, ich kann dir sagen, dass als Generation X drehe ich das Telefon nur um Netflix zu gucken. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Genau, ist es bei dir anders? Ja, also oder hat sich das bei dir auch verändert? Du bist ja auch anders aufgewachsen. Ne? Also damals gab es vertikal ja nicht wirklich. Also deswegen meine Frage an dich. Ne? Wie ist das bei dir? Du hast ja gerade gesagt, ne, vertikal bist du auch immer unterwegs und Netflix jetzt und Co. für Videos schauen. Aber ansonsten, war das bei dir so ein nahtloser Übergang? Hat sich schon einfach total so entwickelt? Ach krass. Aber ich bin auch ein Early Adopter. Fürs Leben. Ja, das stimmt. Der Rufus hat immer die neuesten Gadgets und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu Sachen, was ist gerade in auf dem Markt, immer auf Rufus. Der weiß es. Ja, sehr, sehr cool. Ja, also wie gesagt, ich finde Vertical Video auch immer super spannend, weil es eine ganz andere Herausforderung auch für die Leute darstellt, zu sagen, wie mache ich meinen Content jetzt hoch im Hochformat. Mhm. Ne? Das erfordert ja auch eine andere Art von, ich sag mal, Herangehensweise, wie du dein Video gestaltest, weil du hast natürlich nach oben hinaus mehr Spielraum, aber bist natürlich ein bisschen an der Seite eingeschränkt. Das heißt, du musst dich neu ausrichten und gucken, okay, wie kriege ich den Content dann eben im besten Fall so rein, dass er präsent ist. Und wie du auch gesagt hast, man kann natürlich auch immer im Querformat Sachen posten, zum Beispiel als Post sehe ich das auch ab und zu, aber es wird natürlich im Hochformat, in der Hochformat gestalteten App immer ganz klein dargestellt. Das ist ja dann eher zu eurem Nachteil von der Visibilität im Sinne von, wie viel Platz nimmst du ein im Screen? Na? Ja. Ja, cool. Und jetzt gucke ich noch mal rein. Haben wir noch was gehabt? Ja, es sind noch ein paar Sachen da. Mhm. Ja. Waren nämlich auch noch ein paar Fragen aus der Community, die habe ich hier noch gesehen. Genau. Das altbekannte Thema. Es gibt jetzt ganz viele Möglichkeiten auf Instagram seinen Content nach außen zu veröffentlichen. Ja, es gibt den Feed, es gibt die Stories, man kann live gehen, IGTV, es gibt auch die Möglichkeit, 360-Grad-Videos zu machen. Ganz einfach gefragt, für was sollte ich was nutzen? Was wäre deine Empfehlung? Ja, also das wird tatsächlich auch häufig gefragt und du hast es so schön gerade schon gesagt, Feed ist für die Highlights zum Etablieren einer Brand. Das, was man quasi als Mehrwert mitgibt, da kann ich als Tipp geben, tatsächlich mindestens einmal am Tag was zu posten und da eben auf vertikal zu gehen. Stories sind dann eben mehr, um der Community den Alltag zu zeigen. Authentisch, nahbar. Wir werden auch oft gefragt, wie viele Stories soll ich denn machen, so am Tag? Und wir empfehlen so 5 bis 8 Stories pro Thema, denn man muss sich da auch wiederum selbst fragen, wenn ich es vielleicht in 5 bis 8 Stories nicht erklärt bekomme, was ich da vielleicht erklären möchte, dann ist es vielleicht wert, ein Video zu drehen. Ne? Ein längeres Video, was vielleicht 1 Minute, 1,5, 3 Minuten lang ist und dann ist es vielleicht nichts für die Story. Man kennt das ja von sich selber. Wie oft klickt man weiter und hat das Thema vielleicht schon begriffen? Ich bin auch jemand, der sich sehr gerne sehr lang über etwas unterhält und dann merkt, ach Mensch, das hätte ich auch kürzer sagen können. Deswegen so ist das so eine Guidance, die man mitgeben kann. Dann Stories, Interaktion, hast du vorhin auch schon gesagt, Nutzen der Sticker, um eben hier auch die Bindung zur Community aufzubauen, um zu lernen, was die Community interessiert, um einen Austausch anzuregen über Themen, die einen gemeinsam interessieren. Und live ist wiederum, ich sage immer, das ist die beste Möglichkeit, um quasi ein Meet and Greet zu machen, ohne die ganze Organisation mit Security und Halle mieten und was da alles dazu gehört. Näher kann man der Community gar nicht kommen. Ne? Also es ist der Vorteil,
dass man eben sich in Echtzeit austauschen kann über Themen und ja auch Themen wirklich live nahbar und anfassbar quasi zu machen. Deswegen, wie oft sollte man live gehen? Das muss man tatsächlich von den Themen abhängig machen. Also welche Themen, worüber kann man sich austauschen? Wir sehen, dass einige Creator tatsächlich immer live gehen, nachdem sie etwas zum Beispiel im Feed gepostet haben, um darüber zu unterhalten, zu sagen, wie habe ich das geschossen, welche Kamera habe ich genutzt, was habe ich vielleicht noch vor Ort bearbeitet, gemacht, also den Austausch suchen zu einem gewissen Happening, also dem Feedpost. Andere gehen wieder so für den Austausch live. Und IGTV ist dann die Möglichkeit, um noch mehr zu zeigen, kreativ auszutoben. Eben das, was ich eben meinte, wenn man Dinge hat, die eine längere Erklärung bedürfen oder Dinge, die ausgiebig erzählt werden können, die kann man eben bei IGTV hochladen oder eben ganz kreative Sachen wie Musikvideos oder andere Dinge, Tutorials. Wichtig übrigens bei IGTV ist auch noch, was mir gerade einfällt, bis 15 Minuten kann man IGTVs immer problemlos auf dem Handy hochladen. Ab 15 Minuten muss man via Web, also Desktop, das Video hochladen. Das ist etwas, was viele noch nicht wissen. Über 15 Minuten sind auch erlaubt, keine Sorge, aber das muss dann via Desktop passieren als Upload. Sehr schön. Das ist ein guter Ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch ganz kurz im Chat schon wieder ein paar Fragen gesehen. Wie gesagt, verzeiht es uns, wir können nicht alle Fragen leider reinnehmen. Einmal aus Zeitgründen natürlich, aber auch, weil wir ja gesagt haben, die Fragen sollten bitte im Vorhinein kommen, damit Tilda eben auch die Chance hat, sich die vorher anzusehen. Denn ihr wisst ja, wie es ist. Wenn man eben für ein Unternehmen arbeitet, muss man natürlich auch vorher gewisse Sachen absprechen. Man kann nicht einfach reingehen und gerade für so große Unternehmen einfach, ich sag mal, frei raus unbedingt jede einzelne Antwort beantworten. Deswegen haben wir auch eben im genauen Vorhinein gesagt, bitte fragt eure Fragen vorher. Ist nichts Schlimmes, ist einfach nur, das ist bei uns ja genauso, weil einfach manche Sachen abgeklärt werden müssen. Ne? Und das ist einfach so, weil wir haben auch Leute über uns, die sagen, hey, bitte informiert uns, wenn solche Sachen kommen. Wir wünschen, dass da dass wir da eben auch die Möglichkeit haben, einmal drüber zu schauen oder zu sagen, hey, ne? Und von daher seht uns nach, bitte. Wir haben möglichst viele Fragen versucht reinzunehmen. Es gibt auch noch ein paar auf jeden Fall, die wir jetzt durchnehmen werden. Und viele von denen wurden eben auch ganz oft gefragt, nicht nur auf Discord, sondern eben auch auf Instagram. Und wenn natürlich die eine oder andere jetzt nicht beantwortet hat, wurde, ist es natürlich jetzt ein bisschen blöd. Es tut uns auch leid. Aber wir haben bestimmt auch noch mal irgendwann in Zukunft die Möglichkeit, das im Nachgang uns anzusehen. Ja, und genau, ich gehe jetzt auch nochmal auf eine tatsächlich auf noch eine Community-Frage ein, bevor wir nochmal, also bevor wir noch auf eine weitere reingehen, die finde ich nämlich auch ganz interessant. Ich würde nochmal eine vorziehen, ganz kurz, und zwar diese ganz beliebte Frage, ne, die eigentlich jeder irgendwo, der mal auf Instagram unterwegs war, wissen wollte oder wissen will, weil es natürlich so ein Ding ist, es ist halt so. Irgendwie will man es dann schon gerne haben. Ne? Jeder hat sich schon mal irgendwie vielleicht vorgestellt, wie das so wäre, ob sich was ändert oder wie cool das eigentlich wäre. Es geht natürlich um das Thema der schöne blaue Haken neben dem Namen, ne? Also der Verifizierungsbutton. Der eigentlich weiß ist. Ja, genau, der weiße Haken, du hast recht, weiße Haken auf blauem Hintergrund, sagen wir es so. Genau, was ist das für ein ominöses, tolles Ding, diese Haken, liebe Tilda. Kannst du uns da aufklären? Also, das ist ein weißer Haken, der neben dem Namen erscheint. Und mittlerweile kann man den Haken oder die Prüfung, ob man eben einen Haken bekommt, in der App selbst erstellen, also diese Anfrage. Da geht man einfach in der App unter Einstellungen und dann Verifizierung beantragen. Und wer wird verifiziert? Verifiziert werden am häufigsten Personen des öffentlichen Lebens. Wie definiert man das? Das definieren wir dadurch, dass eben überregionale Medienberichterstattung über einen selbst stattfindet. Das heißt, Pressearbeit, man ist in den Medien, nicht in einer Regionalzeitung, sondern wirklich in überregionalen Medien. Und das kann man jederzeit wirklich stellen. Wichtig ist, dass man alles befolgt, was da in der App steht. Das heißt, den Ausweis oder zum Beispiel Handelsregister-Eintrag, je nachdem,
ob man eine Brand ist oder eben eine Person des öffentlichen Lebens mit hochlädt und auch unter dem Reiter bekannt als den Namen so schreibt, wie er dann auch in den Medien stattfindet. Denn oft schreiben die Medien vielleicht den Namen dann doch anders oder kürzen ihn ab, nutzen den Account-Handle, vielleicht doch den vollen Namen, dass man einfach alle Variationen da reinschreibt mit Komma. Und dann kann das ein paar Wochen dauern und man bekommt innerhalb der App die Notification quasi, ja, ob es geklappt hat oder nicht. Und wenn es noch nicht geklappt hat, kann man in 3 bis 4 Wochen einfach nochmal in der App beantragen. Das ist genau, das war nämlich auch eine der Fragen. Genau, da kam nämlich auch eine der Fragen in Discord, nämlich ob man das eben auch nochmal versuchen kann, nachdem man das einmal gemacht hat, weil es macht ja auch Sinn, ne? Weil es kann sich ja auch was ändern in einer gewissen Zeit. Genau. Vielleicht warst du gestern irgendwie noch nicht bekannt genug und auf einmal sind deine Songs auf Nummer 1 in Deutschland, Österreich und der Schweiz innerhalb von 2 Tagen und ja, dann sieht die Sache vielleicht schon anders aus. Ne? Wollen wir das vielleicht mal ganz kurz zeigen, wo diese Option ist? Ja. Dann würde ich nämlich ganz kurz, weil ich denke, das ist auch eine ganz interessante Funktion. Genau, wenn wir nochmal ganz kurz switchen könnten, lieber Tim. Und zwar, genau, sind wir wieder auf meinem Profil. Da ist ein schönes Vögelchen. Hallo, Bird Detective. So, wo war das denn jetzt nochmal? Ich gehe jetzt hier auf mein Profil, dann auf Einstellungen. So, dann. Wann bist du surfen gegangen, Chan? Ich, als ich auf Barbados war. Ich dachte, das sei gestern, aber ja, okay. Nee, cool. Okay, schön. Mal, ja. Schön wär's, ja. Indoor-Surfing. Genau, und jetzt bin ich nämlich hier. Genau, und dann kann ich. Genau, gehe ich nämlich auf Konto und dann gibt es hier die Funktion Verifizierung beantragen. Genau. Kann ich jetzt mal machen. Wird sowieso nicht verifiziert, aber ich kann euch mal zeigen, wie das aussieht. Ja? Genau. Und dann gibt man eben hier seine Daten ein, Benutzername, dann vollständiger Name, für was bist du bekannt? Ne? Und dann wählst du die Kategorie aus. Gibt's alles Mögliche. Genau. Und dann hier hängt man sein Ausweisdokument an. Ich denke mal einfach zur Verifizierung, dass du auch wirklich diese Person bist und zum Beispiel nicht ein Fan-Account oder irgendwie ne, irgendjemand anders, der sich ausgibt für diese Person. Es gibt ja zum Beispiel auch einige Celebrities, wie, ich glaube, Johnny Depp ist nicht auf Instagram oder der ein oder andere Celebrity auf jeden Fall, die nicht auf Instagram sind. Und es gibt natürlich viele Fan-Accounts. Und das, wenn man dann zum Beispiel als User nach dieser Person sucht und es nicht findet, beziehungsweise nur andere Accounts findet, kann es natürlich sein, dass es dazu Verwechslung kommt. Das ist ja auch einer der Gründe, warum es diesen Verifizierungsbutton gibt. Ne? Um natürlich auch, ich sag mal, die Personen, die im öffentlichen Leben bekannt sind, zu unterscheiden von eben Fanpages oder eben Pages, die in Anklang zu diesen Leuten geschehen oder zu diesen Firmen. Genau, und so sieht das Ganze aus und dann drückt ihr einfach auf Senden und dann, wie Tilda gesagt hat, kriegt ihr eine Benachrichtigung, ob das Ganze funktioniert hat oder nicht. Ja. Genau. Sehr schön. Und das geht ja übrigens auch nicht nur als eigene Person, sondern eben auch als Firma. Ja? Wenn du als Firma Relevanz hast, gilt natürlich genau das Gleiche. Genau, da ist eben nur nicht das Ausweisdokument, sondern eben zum Beispiel ein Handelsregistereintrag oder andere Dinge als Verifizierung. Cool. Ja, sehr schön. Und dieser Verifizierungsansatz, das ist immer so die interessanteste Frage. Ne? Wie funktioniert das mit diesem blauen Haken? Und die Funktion habt ihr ja auch noch nicht ewig, sondern die habt ihr auch erst mit der Zeit eingefügt. Ne? Das heißt, ist auch ein schöner Schritt zu sagen, hey, hier könnt ihr direkt in der App euch verifizieren. Früher ging das über die Facebook-Seite beziehungsweise über bestimmte Rubriken innerhalb von Facebook. Also man musste das quasi dann über die Plattform auf dem Desktop dann praktisch beantragen und jetzt mittlerweile eben ist es integriert in die App selbst, was sehr schön ist und natürlich auch viel Zeit erspart. Ja, du kannst einfach diesen Prozess direkt hier starten. So, und dann gibt es natürlich das Thema, was vielleicht auch gerade jetzt sehr relevant ist, wo viele Leute unterwegs sind und wo viele Leute eben auch sich die Frage stellen, ne? Das Thema Sicherheit. Wie sieht es denn da aus? Also wir haben ja auch natürlich, genau wie alle anderen Unternehmen, immer kommt die Frage, ne? Wie sieht es aus mit Sicherheit? Ne? Was macht ihr denn als Firma, um dafür zu sorgen, dass eben unsere Daten sicher sind? Ne? Und beziehungsweise, was kann ich selbst tun, um
meine Daten sicher zu halten. Und da hätte ich jetzt einfach mal ganz kurz einfach ganz gefragt, was wären so Themen oder Highlights, die du uns da mitgeben kannst? Wir wollen ja tatsächlich, also Sicherheit ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema, auch für uns. Und wir wollen die sicherste Plattform sein, bleiben, werden, alles, was dazu gehört, und bieten immer wieder neue Tools. Also auch letztes Jahr haben wir einfach sehr, sehr viele Tools gelauncht. Da fängt es an von zum Beispiel Sicherheit, die ich in der Hand habe. Das heißt zum Beispiel Kommentare, also dass man Kommentare ein- und ausschalten kann, das weiß man. Allerdings haben wir zum Beispiel sowas eingeführt, eine Kommentarfilterfunktion, die ich sehr, sehr gut finde. Da können wir vielleicht auch im Handy direkt mal reingehen. Und ja, zwar, gerne. Wenn du unter Einstellung Privatsphäre klickst, findest du... Ja. Tim, hast du schon geshared? Ganz kurz, Tim, sharest du schon? Sehr schön. Okay, dann gehe ich jetzt nochmal hier auf Einstellungen und dann auf das Thema Privatsphäre, ne? So, da bin ich. Genau, und dann auf Kommentare. Das Schöne ist nämlich hier, dass man zwei Möglichkeiten hat. Man kann eine manuelle und eine automatische Kommentarfilterfunktion einstellen. Das bedeutet, dass bei der automatischen beleidigende Kommentare, wie man es da sieht, verborgen werden. Die sind quasi von uns schon hinterlegt. Und man sieht es hier schon, das ist in Beiträgen, Stories und Live-Videos. Das heißt, selbst wenn man live geht und Bange davor hat, dass da vielleicht etwas erscheint, weil man irgendeinen Troll hat, das wird dann nicht erscheinen. Und beim manuellen Filter hat man sogar noch die Möglichkeit, selbst Wörter zu hinterlegen. Das heißt, ich kann dort, wenn ich den Regler nach rechts schiebe, selbst Wörter. Ganz wichtig ist es, und das steht hier schon drin, Wörter mit Komma bitte trennen, damit es auch wirklich technisch funktioniert. Das heißt, wenn man jetzt da ein schlimmes Wort eingibt, Blödmann, Komma, wird, egal wer in der App das Wort benutzt, wird dieses Wort nicht ausgespielt. Weder dir noch deiner Community. Und das ist das Schöne, weil es dann eben nicht zu sehen ist. Und damit kann man ein bisschen selbst kontrollieren. Was auch hier zum Beispiel wichtig ist, man kann seine eigene Handynummer dort eingeben. Man kann dort seine Adresse eingeben. Das heißt, wenn irgendjemand die Adresse von einer Person des öffentlichen Lebens bekannt geben möchte auf Instagram und die Adresse aber hier hinterlegt ist, wird sie nicht zu sehen sein bei Instagram. Und das ist natürlich auch Schutz für die eigene Person und für das Umfeld. Ja, das kann gerade bei Livestreams super hilfreich sein, ne? Wenn man nicht will, dass da irgendjemand reinplatzt und sagt, jetzt, da gucken ja 20.000 Leute zu, dann kann ich mal schnell das Ganze reinposten, wird dann halt eben nicht angezeigt. Ja. Genau. Deswegen definitiv nutzen, um da selbst eben zu wissen, wird eigentlich innerhalb der App gezeigt und nicht. Eine andere Möglichkeit ist es zum Beispiel das Einschränken und Blockieren von Personen. Also blockieren bedeutet dann tatsächlich, dass man Menschen komplett blockiert, die finden den Account nicht mehr, der ist für sie eben nicht mehr sichtbar. Einschränken ist zum Beispiel, wenn du eins zurückgehst, die Möglichkeit, dass man die Kommentare, die diese Person hinterlässt, erstmal selbst zur Prüfung bekommt. Das heißt, man kann selbst sagen, ich genehmige den Kommentar, weil er eben okay ist. Wenn der Kommentar in eine beleidigende Richtung geht, dann genehmige ich den eben nicht. Und die Person weiß auch nicht, dass sie in diesem eingeschränkten Modus ist. Was ja auch nochmal ein Vorteil ist, um hier nicht zu provozieren. Ja, sehr schön. Ja, cool. Ruf hat auch geschrieben, ein Wasserzeichen-Bildfilter wäre auch cool. Ja. Ich glaube, das ist ein bisschen komplizierter mit einem Wasserzeichen-Bildfilter, weil jeder jetzt so ein bisschen seinen eigenen Wasserzeichen-Bildfilter hat oder sein eigenes Wasserzeichen kreiert. Aber hey, wer weiß, vielleicht kommt das ja irgendwann. Ja, sehr schön. Also das Thema Privatsphäre ist natürlich auch etwas, was jeden interessiert, gerade aus dem Grund, weil man natürlich viele verschiedene Möglichkeiten haben will, und zwar auch eben untergliedert, bestimmte Sachen einzustellen oder auch einfach zu wissen, wer sieht denn was von meinen Sachen. Ne? Und da finde ich zum Beispiel auch ganz schön, das habt ihr ja auch vor einiger Zeit eingeführt, das habe ich jetzt natürlich gerade jetzt hier kein Beispiel, oder vielleicht, wenn ich durchscrolle, es gibt ja zum Beispiel die Möglichkeit, auch Stories nur bestimmte Personen anzeigen zu lassen oder halt Kontaktkreise. Ne? Man nennt es so ein bisschen... Genau, das heißt, ihr wählt euch aus, wer in diesem Kontaktkreis drin ist. Sagen wir mal, ne, ich nehme Rufus, Tim und Tilda und tu die praktisch in meinen Kontaktkreis rein. Und dann kann ich bei der Story entscheiden,
wenn ich eine Story mache, soll das an alle ausgespielt werden oder eben nur an diesen bestimmten Kontaktkreis? Und das erkennt ihr daran, dass der Kreis um euch herum quasi nicht mehr nicht rot in diesem Rot-Regenbogen-Ton ist, sondern in einem grünlichen Ton. Ja, oder? War das richtig? Genau. Alles klar. Morgen bewerbe ich mich bei Instagram. Aber sehr cool. Ja, wir tun da tatsächlich sehr, sehr viel und kriegen da auch immer wirklich, wirklich tolles Feedback und sind auch immer sehr für Feedback dankbar. So ist zum Beispiel auch eine Sache entstanden wie Kommentarwarnung. Also mittlerweile bekommen Leute, die einen negativen Kommentar verfassen, eine Warnung. Hey, möchtest du das wirklich posten? Und dann kann man sich selber nochmal überlegen, muss das jetzt sein? Ja, eben. Ja, wahnsinnig viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, es kamen so viele Fragen. Also ich habe, glaube ich, mindestens 50 verschiedene Fragen gezählt auf beiden Varianten. Das ist natürlich ein bisschen schade, dass wir jetzt nicht alle reinnehmen konnten. Das tut mir jetzt auch wahnsinnig leid. Aber es ist natürlich so, die haben eine Stunde, die ist jetzt auch schon wieder rum. Die sind da sogar 6 Minuten drüber. Und ich hoffe, wir konnten so die meistgenannten Fragen auf jeden Fall beantworten. Klar hat jeder von euch natürlich noch die ein oder andere spezielle Frage. Aber vielleicht können wir dir auch, ich sag mal, innerhalb unserer Community beantworten, weil da gibt es natürlich auch die ein oder andere, die sich aus Erfahrung quasi beantworten lässt. Und im schlimmsten Fall kriegen wir das schon irgendwie hin, da eine Antwort zu bekommen. Definitiv. Und wir veranstalten tatsächlich auch auf meinem Instagram-Kanal jeden ersten Montag im Monat eine Q&A-Session in den Stories. Das heißt, wer jetzt auch nochmal eine spezifische Frage hat oder accountbasiert, gerne, da bin ich auch zu erreichen. Genau. Das heißt, wenn ihr jetzt sagt, eure Frage wurde jetzt nicht hier reingenommen, dann habt ihr die Möglichkeit auf dem Account von Tilda selbst, ne, den kann der Tim vielleicht mal kurz in den Chat reinposten, habt ihr die Möglichkeit, da nochmal eure Frage detailliert zu stellen. Und genau, wie Tilda gesagt hat, sie macht ja auch eigene Q&A-Sessions für die Community und da könnt ihr genau die Sachen nochmal stellen. Wie gesagt, es ist immer ein bisschen schwierig, klar. Ich wünschte, wir hätten jetzt alle Fragen reinnehmen können. Es ist aber einfach auch gar nicht so leicht, das alles in eine Stunde zu packen, eine Stunde 10 sogar jetzt. Klar, und wir haben natürlich uns jetzt ein bisschen fokussiert oder versucht zu fokussieren auf die Fragen, die am häufigsten genannt wurden. Ja, wer weiß, vielleicht kriegen wir es ja noch irgendwann mal hin, wieder eine zweite Session zu machen. Schauen wir mal. Ich hoffe, dir hat es gefallen, Tilda. Sehr schön, genau. Und ich hoffe auch euch und wie gesagt, danke, dass ihr heute dabei wart bei der Q&A-Session. Danke auch dir, Rufus und Tim natürlich und euch, der wundervollen Community, für die ganzen Fragen, die ihr uns gestellt habt. Die sollen natürlich nicht umsonst gewesen sein. Ich schaue auch noch mal rein. Ich glaube, zu der einen oder anderen kann ich auch noch was schreiben. Hm. Ja. Ansonsten würde ich sagen, sagen alle danke. Ramin, genau. Gabi, Christine, super. Ja, danke. Genau. Danke dir, Tilda. Ja, genau. Danke dir, Tilda. Danke dir, Rufus und Tim natürlich. Danke euch. Und nicht vergessen, morgen geht's weiter mit unserem Portfolio-Review zum Thema Illustration mit Jamila Knopf. Und die zeigt euch morgen eure Sachen, lustigerweise. Das heißt, ihr habt natürlich auch auf Discord auch die Möglichkeit, da eben eure Sachen unter der Rubrik Portfolio-Review einfach einzufügen per Link. Am besten vielleicht noch ein paar Sachen zu euch schreiben, dass wir noch ein bisschen mehr über euch wissen können, dürfen. Und dann werden wir mit Jamila zusammen uns ein paar rauspicken und sie wird dann ihr Feedback dazu geben. Freuen uns auf jeden Fall auf euch. Bis morgen um 11 und ansonsten geht es um 13 Uhr weiter mit dem UK-Stream. Vielleicht mit Rufus, vielleicht auch nicht. Werden wir dann sehen. Überraschung. Genau. Ansonsten hast du, wolltest du noch was sagen, Rufus, oder du, Tilda? Nein. Tilda? Hab Spaß. Danke. Sehr cool. Ja, positiv. Genau. Genau. Danke, dass du da warst. Danke, dass ihr da wart. Bis morgen um 11, liebe Freunde. Und habt einen schönen Tag. Tschüss.